Sagen wir das so. Warte mal, war da unten nicht auch noch ein Turm gerade? Nee, aber ein Skelett. Ist da der Imker? Nee. Irgendwie gibt es hier keinen Imker. Egal, gehen wir weiter. In welche Richtung gehen wir? Da oben waren wir gerade. Lass mich in Ruhe. Ich will mich jetzt nicht prügeln. Da ist auch kein Imker. Mann. Okay. Was ist das hier? Achso, das ist der Bienenhive hier. Warte mal, da vorne, das sieht mir doch mal ganz nach Tempel aus, oder nicht? Ich wollte keine Fackel hier hinsetzen, Mann. Ich bin so blöd. Hier, das hier, oder? Ist das einer? Nee. Nee, oder? Ist es nicht. Nope. Schade. Wäre cool gewesen. Lass mich in Ruhe. Alter, wie viele Zombies? Bah. Oh mein Gott. Wie kenne ich jetzt so einfach nur so eine Handgranate hätte so. Tot. Okay, gehen wir in Le Dschungel. Oh, der Dschungel sieht sehr groß aus. Okay, vielleicht gehen wir auch nicht in Le Dschungel. Sondern wir gehen einfach über die Red Berge hier drüber. Ey, zeig das glaube ich schon wieder. Kann das sein? Yep. Mein Minecraft-Männchen, ich weiß nicht wieso, vielleicht kennt ihr das auch. Wenn ihr irgendeinen Tipp dazu habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Ich habe das total oft irgendwie, dass mein Minecraft-Männchen sich selbstständig macht. Also der läuft einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel nach vorne laufe und ich weiß nicht, hat das irgendwas mit der Karte zu tun? Nee. Also der macht sich da einfach selbstständig. Der läuft dann immer nach vorne, hüpft die ganze Zeit oder läuft immer nach links oder immer nach rechts. Und ich kann das nicht mehr irgendwie kontrollieren. Also ich kann das nicht mehr stoppen. Ich kann das... Der läuft dann einfach immer in die Richtung. Außer wenn ich dann ins Menü gehe, also Escape drücke oder wenn ich zum Beispiel ins Crafting-Menü gehe, dann hört er wieder auf damit. Aber davor macht er das immer weiter. Nimmt da gar keine Rücksicht auf mich. Da, komm schon, bitte lass das einen coolen Baum sein. Manu. Ich will doch nur einen coolen Baum finden. Och, Menno. Verpiss dich. Wo war der Baum jetzt hier? Aber das ist auch kein Baum, ne? Nee. Oh. Also kein Spinnennetzbaum, wo irgendwas drin ist, meine ich. Ich würde ganz gerne wieder Tag haben. Wäre das möglich, lieber Herr Gott? Sollen wir Mörschen essen? Nee, ne? Dann noch keine Mörschenverschwendung. Noch Schneebiom. Seriously. Aber ist kein richtiges Schneebiom, glaube ich. Da, jetzt hat er das schon wieder. Jetzt läuft er nur noch nach links. Ja, jetzt wieder nicht. Mann. Okay, wir gehen hier so gerade durch. Hier. Jetzt hüpft er wieder dauerhaft. Das glaube ich irgendwie wegen der Minimap hat das irgendwas zu tun, glaube ich. Hat das ein Creeper? Ja, lol. Ich hab dich gar nicht gesehen, mein Freund. Critical Hit. Und dann geht er doch hoch. Ist da vorne ist ein Vulkan? Alter. Warte mal, ich habe hier doch gerade einen großen Baum gesehen, oder nicht? Hä? Ist das hier der große Baum? Guck mal, der steht hier voll aus dem Biom heraus. Aber der Vulkan sieht irgendwie richtig episch aus. Und ich würde gerne in die Richtung hier so vorbei. Weil mir hier das Land so ziemlich offen scheint. Und ich die Hoffnung habe, hier irgendwas Cooles von dem Ruins-Mod zu finden. Beziehungsweise irgendwas anderes Cooles zu finden. Und das wieder, ich mag das Biom, das ist mein Lieblingsbiom, muss ich ehrlich sagen. Ganz wie der Biest mit den Akazienbäumen. Das ist mein Lieblingsbiom. Mit Abstand sogar, mit großem Abstand. Das ist ehrlich, ich weiß nicht, mir gefällt das. Das ist so Steppe einfach, die typische Minecraft-Steppe. Aber man hat halt auch noch,
Man hat da nur noch die Bäume. Ich weiß nicht, ich mag das Biom einfach, das gefällt mir. Das sieht so offen, schön, cool, alles zusammen. Und ich mache jetzt einmal hier ganz kurz die Minimap auf ganz klein. Bisschen was auf ganz groß, das passt eher. Lol. Guck dir mal den Fluss hier an, der ist hier ganz gerade. Der kommt hier so, geht dann hier so gerade und dann geht er wieder weg. Geht er wieder. Oh, da ist schon wieder ein Dorf. Krass. Dann wieder ein Dorf. Krass. Epic hier. Epic. Ein cooler Fund nach dem anderen. Obwohl wir noch was richtig Cooles haben wir noch nicht gefunden. Doch, hier die Eggs of the Stream. Das zählt zu einem richtig coolen Fund. Aber ich würde gern was vom Ruins-Mod finden, einfach nur um euch das zu zeigen. Und wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich weit gelaufen. Also so langsam dürfte da ja mal was kommen. Und meistens ist das eben in so flachen Biomen wie hier. Das Dorf gefällt mir irgendwie. Ich weiß, das sieht irgendwie cool aus, weil hier so mehrere Sachen aneinander sind. Hier ist so eine Wüste, dann ist da Gravel, dann ist hier Redwood, Redwood. Einfach nur der normale, ja, das normale Red-Zeug. Red Cobblestone, oder wie das heißt. Ja, Red Cobblestone. Und das ist eine Vanilla, oder? Ist das Vanilla? Ich glaube schon, oder? Ich bin mir nicht sicher. Doch, ist Vanilla. Manu. Ey, das Dorf sieht so cool aus. Das ist so komisch generiert, aber das sieht so Hammer aus. Okay, wo laufen wir hin? Ich würde sagen, hier so. Aua. So, halb Steppe, halb. Warte, ich esse mal Möhrchen. Sind wir wieder voll. Genau, hier so an der Grenze würde ich gerne entlanglaufen, zwischen Steppe und Wüste. Weil ich will unbedingt was vom Ruins-Mod finden und euch das zeigen. Außerdem habe ich selber noch nicht wirklich was gesehen davon. Ich kenne es zwar von Minecraft-Wiki, also von der Seite davon, wo die Mod halt drauf ist, kenne ich halt so die Bilder. Aber das war es leider auch schon, also wirklich viel kenne ich davon jetzt nicht. Und halt so, ja, die komischen Dinger, die wir bei uns rumstehen haben. Diese komischen, wie heißen die? Ostersteine, irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Aber wir haben nichts gefunden. Manu. Wäre so cool gewesen, da jetzt was zu finden. Weil das sind ja auch immer Kisten unten drin. Bei den. Ja, bei den. Alter, ist das da oben eine Ölquelle? Sieht fast so aus, ne? Warte mal, da vorne ist irgendwas. Aber schau doch mal die Ölquelle an, da oben links auf der Map. Hier oben links, da in die Richtung hier. Jetzt hüpft er wieder dauerhaft. Aber ich glaube, ihr weißt, was ich meine, ja. Ihr weißt, was ich meine. Gute Frage. Pfeile. Ja, das war das Ding ist vom Ruins Mod. Vom Ruins Modde. Aber ich glaube nicht, dass da was Cooles ist. Das ist einfach nur so eine kleine Ruine. Ja. Okay, ich habe jetzt auch nicht vor, die abzubauen eigentlich. Ist das auch hier vom Ruins Mod was, oder? Vielleicht, aber was es jetzt darstellen soll schlussendlich, kann ich auch nicht sagen. Da oben ist auch noch was. Oh. Kopper nehme ich gerne mit, dafür lasse ich auch irgendwas anderes da. Aber was? Kakaobohnen, Wispy Sense, dass wir die Wispy Sense hier kommen. Oder doch die Kakaobohnen? Oh, hier ist viel Copper. Cool. Cool. Okay, aber hier sieht es auch nicht so aus. So, was. Da. Oh, lol, 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 lol. Was ist das denn? Da oben ist ein Baumhaus? Das ist ein Baumhaus.
Da ist ein Baumhaus. Da ist ein Baumhaus. Da ist ein Baumhaus. Da ist ein Baumhaus. Da ist ein Baumhaus. Da ist ein Baumhaus. Leute, ich habe noch nie ein Baumhaus gesehen. Ist hier irgendwas? Ja, ein Jump'n'Run. Da man auch hochlaufen kann, ist das Jump'n'Run so sehr sinnvoll. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler war. Mossy Cobblestone. Geh kaputt jetzt. Alter. Wow. Wow, das hat's gebracht. Yay. Ich glaube, so ein Ding habe ich mal bei Schaffe gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. So. Okay. Hier Gunpowder. Warum habe ich Gunpowder hier drin? Das ist doch so unnötig. Na, komm jetzt. Hüpf raus. Komm. Okay, dann machen wir das halt so. Okay. Das Ding hier sieht total unnötig aus und hier ist anscheinend nichts drin. Autsch. Oh. Oh. Jetzt ergibt das Ding auch einen Sinn. Okay, ich mache mich da mal aus dem Staub. Ich war es nicht, das war schon so, als ich gekommen bin. Aber was ist das für ein Baumhaus? Ich habe noch nie ein Baumhaus gesehen. Also von Vanilla ist auf jeden Fall nicht, aber ich denke, ich gehe einfach mal davon aus, dass es von einem Ruins Mod ist. Hallo? Alter, wir sind fast tot. Wir sind fast tot. Okay, sag mal an, wo geht's hier hoch? Sag mal. Hier sieht's doch gut aus. Waffe bereit. Das ist ein riesen Baumhaus. Ich feiere das Baumhaus. Irgendwie ist das ein bisschen regeneriert, kann das sein? Also so minimal, so ein ganz klein bisschen. Okay. Ja, und das war's jetzt? Das war jetzt das Baumhaus oder wie? Leute, ich habe gedacht, hier gibt's auch Kisten oder so. Mann, oh, das hat mich jetzt enttäuscht. Okay, wo gehen wir hin? Gehen wir hier weiter? Warte, Meister, da ist ein Dschungeltempel, oder? Da ist ein Dschungeltempel. Warte, wenn ihr mal guckt auf der Map, wieder oben links. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Dschungeltempel. Hier, wenn wir jetzt hier gerade durchgehen. Über das Wasser drüber. Genau, ich glaube, das ist ein. Doch, ich glaube, das ist ein Dschungeltempel. Und ich glaube auch in dem normalen. Also in dem Vanilla-Dschungeltempel und so. Da ist, glaube ich, auch mehr Zeug drin. Also auch viel der Beast-Zeug ist da drin. Creeper. Büh. Okay, eigentlich sind wir jetzt. Lol, was ist das denn? Ich hab doch gedacht, das ist ein Tempel. Das ist doch eine Falle, oder? Willst du mich verarschen? Das ist doch nicht normal. Natürlich ist das eine Falle, oder? Was soll denn das hier darstellen? Auch von einem Ruins Mod höchstwahrscheinlich. Geht's einfach mal so davon aus. Okay. Da vorne ist nochmal so ein komisches Teil. So ein Sandtempel, wie wir gerade eben schon drin waren. Also was heißt so ein Sandtempel? So ein Turm. Ja, da drüben sieht man den. Da vorne sieht. Das sieht doch mal cool aus. Was ist das? Ich will da hin. Das schwarze Teil auf der Map, da, das große. Da ist ein Schiff. Da ist ein Piratenschiff. WTF? Achso, das könnte auch eine Ölquelle. Da ist ein Spinnwebenbaum. Ja, das ist hier die Ölquelle. Die da. Oh, da ist noch ein cooler Tempel gleich.
Jetzt geht's los, ey. Jetzt machen wir jetzt. Finden wir die große Fische, Mann. Ah! Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Ich hab doch den Spawner gar nicht angefasst, Mann. Lass mich in Ruhe. So, stirb. Taumium, Zinn, Schallplatte, Gunpowder. Okay, das Ding können wir eigentlich da lassen. Die Knochen können wir da lassen. Die Setzlinge können wir da lassen. Das Jungle Wood können wir da lassen. Das Brot können wir vielleicht da lassen. Müssen wir noch überlegen. Silber, Zinn, das Wheat lasse ich mal da. Die Schallplatte brauchen wir aber nicht, eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht. Ist das ein. Ich darf das Piratenschiff da hinten nicht vergessen. Was sind das für komische. Hier sind überall die komischen. Ja, diese komischen Erzhaufen. Also was heißt die komischen. Also nicht Erzhaufen, nicht Erde, sondern Erz. Erz. Also mal Erz. Wisst ihr, was ich meine? Rohstoffhaufen. Bronze Pickaxe, Copper, Efficiency, Efficiency. Okay, wir müssen uns wieder mal rum entscheiden. Eisen nehmen wir mit, Copper nehmen wir mit. So. Rubin lassen wir da. Bücher, keine Ahnung. Writing Desk, das können wir uns eigentlich auch. Ja, komm, das kostet nichts, können wir da lassen. Den Eimer bin ich mir nicht so ganz sicher. Das Brot lasse ich da. Das hier lasse ich da. Redstone lasse ich da. Aquan finde ich, brauchen wir sowieso nicht. Dann nehme ich lieber Efficiency mit. Aber zweimal, das sehen wir dann später noch. Und so eine Bronze Pickaxe nehmen wir uns auch mal mit, weil unsere gleich kaputt ist. Und die Spawner, ich markiere mir die hier einmal. Waypoints. New Spawner. Neu. Und dann haben wir die markiert und dann bleiben die auch hier. Dann holen wir uns hier irgendwann, weil wenn wir eine Gravity Gun haben mit einer Gravity Gun ab. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich will die. Nein, 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 nein. Okay, ich will eigentlich nur zu dem komischen. Da, Alter, schau mal, das ist ein Piratenschiff. Wie geil ist das denn? Da ist ein Piratenschiff. Also ich. Boah. Ich feiere die Mod, ehrlich. Hoffentlich sei jetzt was Cooles drin. Ich meine, Piratenschiff findet man nicht alle Tage, oder? Oder? Was willst du? Mein Piratenschiff. Ja, lol. Was der Herr? Das ist eine Kiste, ich sehe die Kiste. Alter, ich glaube, da sind so ein paar Spawner unten drin. Ich habe da so ein dumpfes Gefühl. Ja, nicht nur ein paar. WTF. So. Ihr lasst mich erstmal in Ruhe. Kiste. Ist leer? Warum ist die Kiste leer? Willst du mir sagen, hier war schon jemand oder was? Also wenn die Double Chest jetzt auch leer ist, dann. LOL. Das wird doch nicht erzählen, dass da schon jemand war. Hier war doch noch niemand. Warum ist in den Kisten nichts drin? Das ist doch die totale Verarsche. Ich habe mich schon voll gefroren. Und dann ist da nichts drin. Ja, jetzt geht's dann los hier, ey. Ich bin noch nicht der Depp vom Dienst. Komm ich hier ran? Freue mich über so ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Was ist denn hier alles los? Kannst du mich pushen, Skelett? Oh, das ist ein Baum. Aber in dem Baum waren wir schon. Alter, hier sind so viele Monster. Okay, warte, in dem Erdhügel, da waren wir schon, ne? Ja. Den Spawn haben wir schon kaputt, lass mich in Ruhe. Kaputt gemacht. Ich setze jetzt hier einfach nur eine Fackel aus Rage. Ja, das sind doch so Erzehaufen. Hier, guck mal. Sind auch Diamanten dran? Das wäre voll cool.
Also Gold ist auf jeden Fall dran. Eisen und Kohle. Weiß nicht, die abzubauen ist irgendwie ein bisschen doof. Das nimmt uns nur Platz weg, auch wenn wir Eisen und sowas gerade echt noch sehr gut gebrauchen können am Anfang. Aber ich weiß nicht. Da laufe ich lieber rum und suche so ein paar Kisten oder so. Und nimm die Eisenbarren gleich mit, so wie ich sie jetzt auch im Inventar habe. Weil sonst nimmt mir das einfach zu viel Platz weg. Wenn ich hier jetzt Eisenbarren, Eisencluster oder so und dann noch Eiseningote oder Eiseningot. Wenn das Diamanten sind, nehme ich sie natürlich mit, aber es sind ja keine Diamanten.